Heute geht's um Celebrities, die mit Bart definitiv besser aussehen als ohne. Starten wir mit Schauspieler Bradley Cooper, der ohne Bart tatsächlich ein bisschen jünger aussieht als mit Bart, aber mit Bart definitiv attraktiver ist. Machen wir weiter mit Schauspieler Chris Hemsworth. Der Schauspieler sieht schon turbo attraktiv aus, aber mit Bart setzt er einfach nochmal die Kirsche auf die Sahnetorte drauf und holt das Maximale an Sexappeal raus. Ryan Reynolds sieht man manchmal mit Bart und manchmal ohne Bart, aber mit Bart kann er so ein bisschen von seiner dreieckigen Gesichtsform ablenken, was meiner Meinung nach auch wesentlich besser aussieht, denn sein Gesicht läuft untenrum einfach so ein bisschen dreieckig zu. Machen wir weiter mit dem Mann, der alles tragen kann, alias Brad Pitt. Damals kannte man Brad Pitt nur glatt gestriegelt, schön rasiert. Heute trägt er auch öfter mal Bart, wie zum Beispiel jetzt hier den Goatee, der mittlerweile auch schon ein bisschen grau geworden ist, macht aber nichts, sieht trotzdem top aus. Der Schauspieler Chris Pratt sieht mit Bart definitiv besser aus als ohne, was möglicherweise auch daran liegt, dass er damals so ein bisschen pausbäckig aussah und mittlerweile auch öfter mal das Fitnessstudio besucht hat. Falls du dir aktuell auch einen Bart wachsen lässt und das Maximalste aus deinem Bart herausholen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Da habe ich dir passende Bartpflegeprodukte verlinkt. Unter anderem auch unser neues Premium-Bartöl, welches ausschließlich aus natürlichen Ölen wie Macadamiaöl, Arganöl und Traubenkernöl besteht. Und das macht deinen Bart so richtig schön weich und geschmeidig und holt wirklich das Maximalste aus deinem Bart raus. Machen wir weiter mit Zac Efron, mit dem Milchbubi aus High School Musical, der eine komische Mundpartie hat, wie ich finde, aber aufgrund seiner buschigen Augenbrauen und aufgrund seiner buschigen Wimpern passt der Bart einfach perfekt in sein Gesicht rein. Machen wir weiter mit dem Schauspieler/Sänger Jared Leto, der grundsätzlich sehr weibliche Gesichtszüge hat, auch gerade ohne Bart wird das nochmal sehr deutlich. Und wenn er einen Bart trägt, kann er davon einfach ein bisschen ablenken und mit Bart sieht er einfach wesentlich maskuliner aus. Machen wir weiter mit Mr. Armie Hammer, der ohne Bart ein relativ krasses Boobyface hat und mit dem 3-Tage-Bart bekommt er einfach so einen weniger soften Touch und wirkt damit einfach auch ein Stück weit attraktiver. Depp, Johnny Depp. Den Fluch der Karibik-Schauspieler kennt man heutzutage gar nicht mehr ohne Bart. Ohne seinen Fluch der Karibik-Bart kann man ja fast schon sagen. Sieht auch mit dem Bart einfach attraktiver aus, gehört irgendwie auch fast zu seinem Markenzeichen. Und damals ohne Bart, naja, wollen wir darüber diskutieren? Ich glaube nicht. Machen wir weiter mit Superman, den wir natürlich aus dem Film logischerweise auch nur glatt rasiert kennen. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, wenn man sich Superman mit Bart anschaut, ja, dann komme von super auf jeden Fall zu hervorragend. Oder? Was sagt ihr? Leonardo DiCaprio, bekannt für sein Babyface, aber auch bekannt für sein rundes Gesicht. Der hat zwar nicht den besten Bartwuchs, aber er sollte auf jeden Fall alles an Bart stehen lassen, was er stehen lassen kann. Denn das lenkt auf jeden Fall von seinem extrem runden Gesicht ab. Orlando Bloom ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass er einen stabilen und mega krassen Bartwuchs hat. Denn der hat hier und da auch ein paar Löcher im Bart. Aber man kann auf diesem Bild einfach nochmal schön sehen, was ein paar Barthaare einfach machen können. Und außerdem sieht seine Frisur auf dem Bild mit Bart auch wesentlich besser aus. Machen wir weiter mit dem Bad Boy Colin Farrell, der grundsätzlich eigentlich einen relativ guten Bartwuchs hat, aber immer mal wieder rumexperimentiert mit seinem Bart. Mal einen Oberlippenbart trägt, mal einen Goatee trägt, aber egal was er für einen Bart trägt, sieht auf jeden Fall top aus. Der Ex-Mann von Jennifer Aniston, Justin Theroux, kann tatsächlich beides tragen, aber mit Bart wirkt er einfach wesentlich maskuliner und dieser Vollbart im Ducktail-Style geschnitten sieht auch einfach echt richtig gut aus. So Leute, das waren einige Celebrities, die mit Bart ein Stück weit attraktiver aussehen als ohne. Und jetzt schreibt ihr mal bitte in die Kommentare rein, welcher Star eurer Meinung nach von der Attraktivitätsskala die meisten Sprünge nach vorne gemacht hat, wenn er sich einen Bart hat wachsen lassen. Bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ob mit Bart oder ohne. Hauptsache, ihr habt einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.